Ja, ein herzliches Willkommen zu unserer Pressekonferenz. Das nächste Heimspiel steht bevor. Die Schanze empfangen Bayern 0 für Leverkusen am Samstag 15.30 Uhr ist Anstoß im Audi Sportpark. Das Ganze vor einem ausverkauften Heimbereich bereits. Und im Gästebereich gibt es auch ein paar Karten. Mike, damit bitte auch schon das Wort zu dir. Wie steht es ums Personal und wie bereitest du die Mannschaft vor auf dieses wichtige Spiel? Bitte schön. Ja, servus zusammen. Als erstes mal Personal, das geht relativ schnell. Mo Hartmann fällt weiterhin aus. Das wird wahrscheinlich auch so bleiben bis zum Ende der Saison. Und ansonsten hat jetzt gestern Sonny Kittel nicht mittrainiert. Das war aber nur eine reine Vorsichtsmaßnahme. Ich gehe davon aus, dass er heute wieder bei der Mannschaft dabei ist und dass er auch am Samstag ohne Probleme spielen wird. Und dann müssen wir natürlich noch umbauen aufgrund der fünften gelben Karte von Roger, der seine Sache in den letzten Wochen natürlich fantastisch gemacht hat auf der Position. Deswegen natürlich sehr bitter, dass wir ihn jetzt ersetzen müssen. Und Alfredo Morales fällt aufgrund der gelb-roten Karte jetzt auch ein Spiel aus. Da müssen wir auch noch ein bisschen umbauen. Aber da haben wir auch zuletzt immer wieder gezeigt, ja, wie stark die Mannschaft da ist und dass wir das ersetzen können und dass wir das ausgleichen können als Mannschaft. Ansonsten zum Spiel. Wir freuen uns natürlich auf ein riesiges Spiel jetzt in unserem Stadion gegen Leverkusen. Wir sind total heiß auf diese Partie und wollen natürlich jetzt dort auch mit einem Heimsieg ein klares Zeichen im Abstiegskampf setzen. Hilft vielleicht diese Drucksituation? Die liegt ja doch eher bei Leverkusen als bei Ihnen. Ja, also im Grunde ist es ja so, dass wir seit dem 10. Spieltag als sicherer Absteiger gelten, also schon seit längerer Zeit in der Konstellation sind. Aber jetzt ist der 32. Spieltag und wir kämpfen um den Klassenerhalt. Und wir kennen die Konstellation und wir wissen, um was es geht. Wir können mit einem Sieg uns ganz deutlich positionieren dort unten und können dort ein klares Zeichen kurz vor Schluss an die Konkurrenz setzen. Und das wollen wir natürlich tun. Letztlich hat Leverkusen natürlich eine Top-Mannschaft, die sind top besetzt, hatten das Ziel klar, um Europa zu spielen, sicherlich als Mindestziel. Und insofern wissen wir, dass wir gegen eine sehr starke Mannschaft spielen. Aber wir haben es im Hinspiel gezeigt, dass wir sie schlagen können und das wollen wir jetzt wiederholen. Herr Walpurgis, wie wollen Sie das denn machen? Sie sind das schlechteste Heimteam der Liga mit nur 15 Punkten. Und wie erklären Sie sich diese Bilanz? Ich glaube, dass die gesamte Statistik natürlich aktuell ein bisschen trügerisch ist und dass wir uns da auch nicht zu sehr darauf konzentrieren sollten, auf diese Dinge. Denn wir sind schließlich in der Rückserie auch Zehnter und sind da sicherlich nicht in der Rückserie das schlechteste Heimteam. Insofern haben wir auch zuletzt gezeigt, dass wir zu Hause mit unseren Fans stark sind. Wir hatten Bremen am Rande der Niederlage und Bremen ist aktuell eine der besten Mannschaften Deutschlands. Insofern gehen wir voller Selbstbewusstsein und voller Selbstvertrauen auch in dieses Heimspiel. Wird es jetzt die schwierigste Aufgabe, eine richtige Balance zu finden zwischen auf Sieg spielen und gleichzeitig aber auch die defensive Stabilität zu wahren? Ja, also Sie denken da wie ein Trainer, das ist wirklich so. Wir brauchen einen klaren Plan, wir müssen uns an unsere Strategie halten. Wir werden nicht nur mit Leidenschaft und Kampf dieses Spiel gewinnen. Das sind sicherlich die Grundvoraussetzungen auch, die wir brauchen. Aber wir müssen auch clever sein, wir müssen uns an unsere Strategie halten und müssen unseren Plan mit sehr viel Leben, Leidenschaft füllen, aber immer wieder auch in diesen Phasen intelligent sein und clever sein, das wird wichtig. Und wie viel entscheidet sich jetzt in diesen letzten Wochen im Kopf? Auch für uns geht es ja schon die ganzen Wochen darum, dass wir diese Chance wahren wollen auf den Klassenerhalt. Das war sicherlich am schwersten, als wir 10 Punkte hinter dem Verfolgerfeld waren, beziehungsweise hinter dem Feld als Verfolger waren. Und jetzt sind wir mittendrin. Wir können dort mit einem Sieg ein klares Zeichen setzen. Und ich glaube,
dann wird schon der ein oder andere Verein dort auch im Abstiegskampf unruhig werden. Wenn wir unser Heimspiel gewinnen werden unsere Punkte sammeln, dann ja, werden sicherlich auch einige sich mit dem direkten ersten Abstiegsplatz auseinandersetzen müssen. Herbert Puges, was passiert, wenn ihr das Spiel nicht gewinnen solltet? Ich beschäftige mich überhaupt nicht mit den Dingen, was passiert, wenn wir nicht gewinnen. Also ich bin totaler Überzeugung und habe den absoluten Glauben an diese Mannschaft und an unser großes Ziel und mit dieser Thematik setze ich mich überhaupt nicht auseinander. Und dann die Frage, ich muss kurz ausholen, wenn man das Dienstagstraining sieht, auch so die Stimmung in der Mannschaft verfolgt, es wirkt sehr ruhig, ihr seid positiv, ihr seid optimistisch, ihr seid gelassen, es wirkt so. Andere Mannschaften gehen ins Kurztrainingslager, es gibt Verbalausraster im Training. Ist diese Ruhe, die man hier wahrnimmt, ist die trügerisch oder ist das möglicherweise euer Erfolgsrezept? Also ich denke, das ist sehr wichtig, dass wir ja in der Woche gut trainieren, dass wir sehr konzentriert trainieren und dass wir uns nicht von unserem Weg abbringen lassen. Wir müssen unseren Weg gehen und wir müssen an uns glauben. Auch in der Phase, als niemand mehr an uns geglaubt hat, haben wir gezeigt, was in uns steckt. Da geht es um eine Identität als Mannschaft. Wie sehen wir uns? Was wollen wir erreichen? Was wollen wir bewegen? Und das hat die Mannschaft mit unglaublich viel Leben gefüllt. Und deswegen haben wir auch diese Überzeugung, dass wir dieses Heimspiel gewinnen können und dass wir die Bundesliga bis zum Ende spannend machen können. Und natürlich träumen wir auch davon, dann am letzten Spieltag den Klassenerhalt zu schaffen. Und können Sie nochmal sagen, wieso Leverkusen dreimal hintereinander verlieren soll? Wo sind da die Ansatzpunkte? Wo sehen Sie die Schwächen bei Leverkusen? Ich weiß nicht, ob sie dreimal hintereinander verlieren. Wir werden uns so vorbereiten, dass wir am Wochenende unser Spiel gewinnen. Wir haben sie sehr intensiv analysiert, werden die Mannschaft wie gehabt und wie auch im Hinspiel wieder im Detail auf Leverkusen vorbereiten. Und wenn wir dann diesen Plan umsetzen mit Cleverness und mit einem kühlen Kopf und mit einer guten Strategie, das Stadion wieder zuletzt, ja, ein Ort mit einem Feuer der Begeisterung ist, wo sich die Menschen ja, gegenseitig anzünden und uns nach vorne peitschen, dann bin ich mir sicher, haben wir sehr, sehr gute Chancen, das Spiel zu gewinnen. Und die anderen Spiele kann ich nicht beurteilen. Wie gehen Sie damit um, dass jede Woche andere Spieler ersetzt werden müssen? Erschwert es Ihre Arbeit? Ja, es ist natürlich kein Wunschszenario, dass wir jetzt seit Wochen immer mal wieder Sperren haben, Verletzungen haben, Ausfälle haben. Ich hatte ja auch letzte Woche schon gehofft, dass Romain Brégerie wieder dabei ist. Dann hat er noch eine Virusinfektion gehabt. Er wird aber jetzt am Wochenende dabei sein. Insofern war es nicht leicht, aber unsere Mannschaft ist in der Breite stärker geworden. Und das erhöht natürlich auch die Chancen für den einen oder anderen. Und ein Sonny Kittel hat es vorgemacht, Max Christiansen, Stefan Lex, das sind alle Spieler, die dort ihre Chancen jetzt genutzt haben, deutlich nach vorne gekommen sind. Nicht aus Ihrer Sicht, sondern aus Sicht der Mannschaft, was Sie da so empfinden und was Sie so feststellen. Empfindet die Mannschaft das als Endspiel jetzt, das Spiel gegen Leverkusen? Also ich denke, wir empfinden es alle als ja, sehr wichtiges Spiel. Wir aber auch in den letzten Wochen zuvor auch, also wir kennen ja die Konstellation und wissen, was auf uns zukommt. Und ja, wir freuen uns einfach, dass wir dabei sind. Ich hatte das vorhin gesagt, im Herbst oder auch im Spätherbst hat niemand mehr daran geglaubt, das zu schaffen. Und wir haben jetzt den 32. Spieltag und die Mannschaft ist dabei. Das ist eine großartige Gelegenheit, um am Wochenende wieder das nächste Ausrufezeichen zu setzen. Und das wollen wir tun.